Hey Leute, willkommen zurück zu Dice and Fold. Heute mit der Hydra, die ich mir erstmal anschauen muss. Also wir brauchen 3x10, das ist schon eine Menge. Was steht da? Moment. Furchtbarer Geselle. Lege alle Seelen ab, entfaltet einen Hydra-Kopfbegleiter mit Gesundheit gleich der abgelegten Seelen. Oh. Oh. Das könnte halt später ziemlich gut werden. Ich glaube, das wäre auch richtig gut für einen Endlos-Modus. Also wenn man noch irgendwie Sachen bekommt, um Seelen zu verdoppeln oder noch weiter zu erhöhen, könnte das halt richtig gut werden, vor allen Dingen im Endlos-Modus. Jetzt im normalen Modus ist das halt, ja, schon nett, aber das würde ich jetzt erstmal nur so als Notfallknopf benutzen. Wenn mir mein Begleiter wegstirbt und ich halt sehr, oder ich benutze Begleiter, versuche möglichst viele Seelen bis zum Ende hin zu sammeln und dann irgendwie ab Stufe 25 oder so werde ich den dann austauschen, je nachdem, wie viel Leben dann der Begleiter hat. Bin ich mir noch nicht so sicher. Aber dadurch, dass sich das halt jetzt schon wieder hier um Begleiter dreht oder um die Fertigkeit des Helden, würde ich halt schon wieder hier die Überreste nehmen und ich würde die Dramamaske wieder nehmen. So, das wäre das Erste. Da gibt es mit Sicherheit noch bessere Optionen, jetzt speziell für die Hydra auch und für einzelne Helden. Da kann man sich wahrscheinlich noch mehr spezialisieren. Ich könnte natürlich auch das nehmen, die Überreste in Kombination mit Necronomicon. Wir machen das jetzt erstmal wieder so, weil ich glaube, es ist okay, ist jetzt nicht super. Das Problem ist, das sind halt nur einmalige Sachen und generell bin ich da in der Regel nicht so der Fan von, weil dann aktiviert man das einmal und man hat keinen Nutzen mehr davon. Und das ist halt auch, aber das ist gerade, wenn man ohne Begleiter startet, um einfach Leben zu sparen, finde ich das schon brauchbarer. Wir gucken mal. Ja, du Verräter. Immer wieder gern. Und ja, gut. Also auch diese 3x10 Geschichte da unten, müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich bin da jetzt noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß noch nicht so richtig. Also, ja, ich bräuchte schon so 4, 5 Würfel und dann, das Problem ist, wenn ich die hier reinpacke, dann kann ich die nicht da reinpacken. Okay, also Salamander können wir jetzt nicht erledigen. Ich werde jetzt erstmal Zug beenden und Würfel mitnehmen und gucke dann doch jetzt eher ein bisschen darauf. Ich glaube, wir machen das jetzt anders. Ich hätte das schon früher anders machen, wenn wir den ersten Gegenstand kostenlos bekommen, dann sollte ich halt auch darauf schauen, dass wir möglichst schnell mehr Gold kriegen. Die 5 hebe ich mir auf jeden Fall erstmal auf. Eine 3 haben wir jetzt nicht. Ja gut, dann packe ich hier schon mal die 4 rein. Und da haben wir schon mal eine 2. Eine 3 haben wir immer noch nicht. Dann machen wir das erstmal so und ganz ehrlich, dann hauen wir dich schon weg. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine 3. Mal gucken. Wir können uns heilen, das ist auch okay. Dann würde ich halt noch eine Runde warten. Die 5, die kommt mir auch sehr gelegen. Gut, jetzt haben wir eine 3. Okay, dann machen wir das auch so. Dann machen wir dich jetzt auch schon weg. Dann haben wir jetzt nämlich schon 3 Gold. Und jetzt kann ich hiermit leider noch nicht so viel anfangen. Ja, du musst relativ früh rausgenommen werden. Das Gute ist jetzt auch in gewisser Weise, die können wir jetzt eh noch nicht erledigen. Also ist das auch keine große Frage, wen wir jetzt angehen. So, dann können wir das einmal so machen. Die 1 nehme ich jetzt erstmal noch mit. Und das könnte wieder ein bisschen knifflig werden. So,
So, dich können wir ausschalten. Dann haben wir eine 4. Dann brauchen wir dann eine 2. Ich glaube, ja, wir machen das schon so. Nehmen die 5 jetzt dafür, weil das wird mir langsam doch ein bisschen zu viel Schaden. Dann haben wir einmal ungerade. Dann haben wir einmal hier die 3 für die 2. Dann haben wir hier ungerade. Ich will jetzt nämlich auch nicht so viel kassieren. Moment, wie ist das denn? Wenn ich die 6 nehme, ist der Slot dann voll? Ich mache das jetzt mal ganz kurz, aber ja, okay. Oder ich muss gucken, wobei, wenn ich mir das halt für später aufhebe, dann ist das jetzt auch nicht so ratsam zu sagen, ich gucke, dass wir mehr blaue Würfel bekommen. Ich muss halt einfach schauen, dass ich jetzt nebenbei so ein bisschen blaue Würfel nehme und die da unten reinpacke. Dann kann ich mir halt so auch wieder Würfel sparen. Der Glücksspieler ist halt auch schon ganz nett. Der hat jetzt halt nicht so viel Leben, aber das haben wir eine Chance auf mehr Gold. Wobei ich befürchte halt, dass der sehr früh draufgehen wird. Die Blume. Oh Mann. Blutige Münze. Hätte ich Heilung oder irgendwie 10-15% Chance auf rote Würfel und hätte dann 4-5 Würfel, dann würde ich das sogar machen, glaube ich. Und das ist jetzt super doof, weil das ist schon nett. Also, ja, komm, wir machen das. Das ist halt dann auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man halt hier die eingelegten Überreste hat, dann denkt man sich, okay, ich spare mir das jetzt, ich heb mir das jetzt möglichst lange auf, weil ich was möglichst Teures haben will, um da möglichst viel von zu profitieren. Das Problem ist halt, wenn man dann so lange wartet, entgehen einem auch viele Sachen, die man vielleicht gebrauchen kann. Dafür brauchen wir 2 Fünfen. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich würde jetzt erstmal das einmal so machen, in der Hoffnung. Wir kriegen immerhin eine 2. Wir haben da auch eine rote 2. Also, ja, ich würde dich jetzt erstmal damit heilen. Dann schalten wir dich schon aus. Jetzt brauchen wir für dich halt ungerade. Bei dir, ja, wir nehmen erstmal die 5, weil du so viel Schaden machst. Ich bin momentan nicht so richtig hier überzeugt. Ich könnte jetzt deinen Schaden erstmal reduzieren. Die 2 nehme ich jetzt mal für gerade. So geht's auch. Und der Schmetterling wird halt schon irgendwie zum Problem. Ja, das ist super blöd, aber den können wir jetzt rausnehmen. Okay, dann werde ich dich jetzt erstmal heilen. Ich hätte vielleicht die Hydra erst heilen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Und er kriegt wieder Schaden. Ach, komm schon. Ganz ehrlich, ich mache das jetzt hier noch eine Runde. Und wehe, du kriegst Schaden. Okay, dann haben wir hier eine 1. Das ist auch super. Dann haben wir hier eine 3. Dann haben wir da eine 6. Ob's das jetzt... Nee, die 6 nehme ich nicht. Dann mache ich dich jetzt platt. Dann machen wir das so. 5 Leben ist schon... das ist unangenehm. Also wir müssen dich auf jeden Fall mal so ein bisschen heilen. Weil sonst... So, dich... Du kommst als erstes raus. Da haben wir schon eine 2, aber ja, das ist auch schon wieder unangenehm. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht... Kriegen noch eine 2. Ach, komm schon. Gib mir doch einfach... Eine 5. Ich mache das jetzt noch einmal, aber ich glaube, es ist ein Fehler. Ja, es war ein Fehler. Okay. Ich hatte jetzt einfach gehofft. Aber das war jetzt ein bisschen schwierig. Okay, ich hoffe... Oh nein! Nein! Verdammt! Okay, ja. Ich wollte unbedingt da irgendwie den direkt wegmachen. Das war halt das Risiko. Das hätte klappen können. Hat jetzt nicht geklappt. Gut, müssen wir jetzt mit leben. Ich nehme wieder die 2 Sachen mit. Und wir gucken einfach mal. Also ich versuche schon... Ich muss noch mal ganz kurz was gucken.
während der ersten 10 Züge geschützt. Oh, Seelen. Ja. Ja, machen wir das so. Dann machen wir dich weg. Du machst nur ein Damage. Oder jetzt gerade gar keinen. Die 2 packen wir da schon rein. Da haben wir eine 6. Die nehmen wir erstmal mit. Da haben wir auch noch Heilung. Und wow, okay. Das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir dich jetzt weg. Und gucken einfach mal, was wir jetzt haben. Vogelbogenschütze ist halt immer so ein bisschen... Wir haben aber eine 5 und wir haben eine 3. Das ist schon mal ganz gut, aber dafür brauchen wir auch eine 5. Jetzt haben wir schon 37 davon. Das ist natürlich auch die Frage. Gut, es gibt halt ein Seelenlimit von 99, glaube ich auch, ne? Also dann hat man quasi einen extra Begleiter, den man sich holen kann. Also wenn das so weitergeht, dann könnte das schon sehr interessant werden. Wir müssen mal gucken. Ich versuche erstmal alle Seelen da reinzupacken. Die blauen, die übrig bleiben, packe ich dann da unten rein, damit wir da nicht 10 reinpacken müssen. Und den Rest müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. So, und wir haben jetzt ein bisschen... Okay, wir haben auch nur 2 Würfel, also der Schmetterling ist jetzt erstmal nicht so das große Thema. Glücksspieler wieder. Also ich würde generell sagen, ja, das ist halt auch jetzt am Anfang hier mit ungerade, mit so wenig Würfeln. Also für so 2 Slots hätte ich gerne schon, ja, nicht mal 3. Ich würde eher sagen 4 Würfel. Auch wenn man die halt dann in der Runde nicht benutzen muss, aber und diese Sache hier vom Fischer, entweder heilen 2 Silber oder würfelt. Also Glücksspieler ist halt, ne, das ist eine Sache, da brauchen wir zwar eine 6 für, hier brauchen wir auch eine 5 für, hier zweimal ungerade und hier brauchen wir einfach nur alles, was größer als 2 ist. Und das ist wesentlich leichter zu kriegen als die anderen Sachen und dann brauchen wir zum Teil noch mehr. Oh, das Nadel des Schneiders sehr früh bekommen und dann gucken, dass man viele Würfel kriegt und dann das immer voll machen, das könnte sich auf jeden Fall rechnen. Aber das wäre auch schon wieder sowas für einen Endlosmodus. Ja, das ist alles... Nee. Und wir haben zu wenig Gold, um das nochmal auszuwürfeln. Dann machen wir das erstmal so. Da können wir eine 2 gebrauchen. Also das ist schon mal... Da, ja, dann nehme ich die 2 dafür, die 3 dafür. Dann haben wir hier eine 6. Dann können wir dich wegmachen und die 6 packe ich da schon mal rein. So. Und ich mache mir jetzt auch erstmal nicht so große Sorgen, weil wir haben schon 45 Seelen. Wir haben zwar die Fähigkeit noch nicht aktiv, aber ich glaube... Das sieht doch für den Moment wieder ganz gut aus. Kann sich halt auch schnell mal wieder ändern. Gut, die 4 hätte ich jetzt eigentlich auch erst noch da unten reinpacken sollen. Aber das rächt sich jetzt gerade nicht. Das ist doch schon mal gut. Wir haben 2 Einsen. Das heißt, damit werde ich die nicht heilen. Weil gerade bei einer 1, dann nehme ich die eher, um Gegner auszuschalten. Wir haben keine 3. Wir haben eine 2. Ja, das ist schon mal okay. Ich hätte gehofft, die Hydra kriegt Schaden. Ich würde den eigentlich noch gerne ein bisschen länger an meiner Seite haben. Aber ich befürchte... Komm, gib mir zumindest eine 3 oder eine 6. Das gibt es nicht. Okay, dann halt eine 2. Gucken wir mal, was passiert. Wir kriegen Schaden. Aber dafür ist das jetzt soweit ready. Und wir können hier nochmal gucken, ob wir vielleicht... Wir kriegen eine 6, aber du bist jetzt auch da. Das ist natürlich nicht unbedingt so toll. Die 4 brauchen wir nicht. Ja, Schaden hat sich nochmal verteilt. Da kommen wir nochmal... Nee, kommen wir nicht. Anscheinend nicht, verdammt. Gut, die 6 nehme ich dann dafür. Dann packe ich das da alles schon mal rein. Die 4 können wir dann auch noch mitnehmen. Beziehungsweise... Ja, okay, das ist jetzt blöd. Ah, das war jetzt blöd. Das war jetzt echt ein bisschen blöd. Hätte ich mir schenken können. So, Monokel.
Das ist halt die Frage. Also ich krieg ja, ne? Wir sind bei Stufe 10. Wir haben zwar jetzt schon 54 Seelen, aber ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Und das sind auch alles so Sachen. Ich brauche mehr Würfel. Ich hätte gerne mehr Würfel. Das ist auch viel zu teuer. Das ist auch alles Heilung. Ja, nee, das ist auch alles blöd. Wir gucken mal. Okay, die machen jetzt alle nicht so viel Schaden. Wir haben hier noch mal mehr. Und wir könnten, ich versuche jetzt erstmal hier. Zu schauen, dass wir möglichst viele ausschalten können. Wenn wir hier gucken, da kommt. Ich müsste eigentlich jetzt schon das aktivieren. Obwohl ich mir eigentlich das aufheben wollte. Jetzt haben wir immerhin 60. Gut, dann machen wir das. Ist jetzt auch nicht gesagt, dass der Hydra-Kopf angegriffen wird. Und ich glaube, ich kann halt auch nur immer einen haben. Aber das ist halt jetzt super blöd. Weil jetzt ist halt ein bisschen. Zieht zukünftiger Angriff auf sich. Dreifach. Okay, das ist auch sehr interessant. Ist das denn dauerhaft aktiv oder nur für den Kampf? Wahrscheinlich nur für den Kampf, weil das ist halt auch nur während einer Phase wieder kann man wieder verwenden. Ja gut, dann würde ich halt. Das ist halt die Frage, ob wir jetzt. Ich nehme jetzt erstmal die 1 dafür, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir bis zum Ende hin noch so viel Seelen wieder kriegen. Aber für den Fall der Fälle machen wir das erstmal so. Habe ich eine 5? Nein, aber die 6 kann ich da reinpacken. Die 4 können wir da schon mal reinpacken. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Schaden bekomme, kriegen wir halt auch ein Problem. Ha. Okay, den Schaden zu reduzieren, ist ein bisschen schwierig. Heilung, okay, ich werde auf jeden Fall die Hydra heilen. Dann können wir das noch machen. Ob das jetzt eine gute Idee war, bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Aber es ist schwer abzuschätzen, wie viel Seelen man noch bekommt. Und jetzt hier schon eine 1 reinzupacken, ist halt auch ein bisschen schwierig. Und jetzt brauchen wir halt noch. Ich könnte halt das erstmal noch machen. So. Dann haben wir zumindest schon mal eine 3. Mit dem Rest können wir jetzt nicht. Ich könnte jetzt hier schon mal zwei Einsen reinpacken, dann machen wir das doch. Und da kriegen wir die dritte. Dann machen wir das doch erstmal. Weil damit kann ich halt nichts anfangen. Und die greifen die Hydra an. Was halt ein bisschen, ja, jetzt auch nicht so ideal ist. Weil die dann auch relativ schnell hops geht. Ah, vor allen Dingen mit. Okay, wir haben jetzt eine 3. Ich hätte vielleicht schon den Schaden reduzieren sollen mit einer 6. Weil die hat jetzt schon ganz schön kassiert. Wir haben zwei 3. Wir könnten dich auch rausnehmen. Wir haben eine 4. Wir haben eine 2. Du musst auf jeden Fall weg. Du gehst dann auch und dann. Schauen wir mal. Also Stufe 12, 15 Leben. Schwierig. So, wir heilen dich. Ich könnte jetzt sagen, das war die 4, dann hier schon mal wieder für nehmen. Das ist gar nicht mal. Also, das ist mehr. Also Hydra-Kopf ist auch mehr so ein Prellbock. So, dann bist du schon mal raus. Und dann können wir dich wahrscheinlich auch. Oh, das hat sich geändert zu beliebig. Ah, okay, so funktioniert das. So, da haben wir eine 6. Dann haben wir. Ja, das ist momentan eh witzlos. Weil der Kopf hat jetzt nur noch so wenig Leben. Ich würde halt auch beim nächsten Begleiter dann wieder einen Begleiter nehmen. Also, wenn Hydra-Kopf unter 12 oder 10 Leben fällt, würde ich die dann direkt schon austauschen.
Erhalte 30 Gold. Alle zukünftigen Feinde werden Elite. Hm, danke, nein. Mehr Gold von gefalteten Feinden. Das ist halt auch wieder, ne? Das ist schwer, ob sich das jetzt lohnt für normalen Modus. Beim Endlos-Modus hätte ich, weiß ich nicht, 20 Gold und gerade nichts Besseres zu kaufen, würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre halt auch noch okay, wenn wir halt noch die Chance auf rote Würfel noch mehr erhöhen könnten. Aber da gibt es wesentlich bessere Sachen. Zum Beispiel die Schachtel. Die Schachtel ist auf jeden Fall okay. Die würde ich dann mitnehmen. Okay, jetzt haben wir halt hier die Frage. Ich könnte die 5 halt nehmen, um dich auszuschalten. Wir haben auch eine 3. Also, okay, Moment. Ich könnte auch den Hydra-Kopf einmal heilen, vielleicht, eventuell. Aber ich glaube, das ist eigentlich keine so tolle Idee. Der macht halt viel Schaden. Eigentlich müsste ich die 5 für ihn nehmen oder ich reduziere den Schaden. Ich glaube, ich werde dich heilen. So, dann haben wir hier eine 3 und gerade. Dann haben wir hier größer 4. Dann werde ich deinen Schaden mal reduzieren. Ganz ehrlich, deinen Schaden werde ich auch reduzieren. Auch wenn das jetzt ein bisschen Verschwendung ist, aber das ist mir alles nicht so richtig geheuer. Wenn mir gleich der Hydra-Kopf da hops geht, so können wir das noch ein bisschen rauszögern. Und ganz ehrlich, ich heile den jetzt einfach mal, weil es noch ein bisschen dauert. Dann haben wir hier eine 5 und eine 1. Das ist schon mal ganz gut. Da gibt es noch mehr Seelen. Das ist auch schon mal super. Dann können wir die 1 da reinpacken. Ganz ehrlich, Sirene macht nur einen Schaden. Und ich gucke jetzt einfach, dass ich das Goldwürfelset voll bekomme. Und dann bin ich damit eigentlich erstmal ganz zufrieden. Dann haben wir auch noch ein paar Würfel in Reserve und wieder eine orangene 6 und wir kriegen das hier voll. Ja, das ist doch mal ganz gut. Jetzt müsste ich halt die 2 vielleicht noch hier reinpacken. Die 6 nehmen wir dann mit. Und wir haben wieder 39 Seelen. Zufälliges Naturmonster. Okay, du machst mir eindeutig zu viel Schaden. Dann machen wir das lieber so. Und das ist natürlich noch richtig gut, wenn wir orangene Würfel haben und Schaden auf 1 reduzieren und der Begleiter wird angegriffen und wir werden dann immer um 2 geheilt. Das ist dann natürlich wirklich super. Aber dich müssen wir erstmal möglichst schnell ausschalten. Und ja, Begleiterauswahl kommt zwar bald, aber ich halte jetzt trotzdem nochmal. So. Menschliche Falle. Größer 2, beliebig 15. Ja gut, dann machen wir das so. Dann packen wir die 2 hier schon mal in die 15 rein. Und wir gucken mal, wen du angreifst. Den Hydra-Kopf. Alles klar. Dann können wir das so und so machen. Dann heile ich dich nochmal. Und dann haben wir hier, ja, das würde ich nicht nehmen. Das wäre vielleicht was für die Hydra-Köpfe. Aber das müsste ich halt auch relativ früh kriegen. Und das ist auch nie. Ja, nee. Das, ne, der Knoten wäre halt super. Wenn ich Hydra-Kopf mit viel Leben hätte. Ich nehme jetzt einfach hier nochmal die Blume. Oder wir nehmen jetzt die Blume. Dann haben wir es erstmal. Ich bin halt sehr sparsam, ja, aber die ganzen Sachen. Ich suche halt Sachen, die mir direkt einen Vorteil verschaffen. Und da sieht es halt gerade nicht so danach aus, was wir da so angeboten bekommen. Das ist jetzt beides echt ein bisschen blöd. Aber ich könnte mir auch direkt wieder einen neuen Hydra-Kopf da hinsetzen. Okay, wir haben jetzt, ja, selbst wenn ich dich jetzt heile, das ist alles
Ich müsste jetzt eigentlich hoffen, dass er mich angreift und nicht den Kopf. Er greift den Kopf an. Das ist jetzt auch super. Okay, wir können... Also ich würde auf jeden Fall einmal die 1 dafür nehmen. Das nehmen wir dann als Heilung. Und ganz ehrlich, bei so viel Leben riskieren wir das einfach noch. So ungerade brauchen wir. Das ist jetzt auch alles ein bisschen blöd. Es kann doch nicht so schwer sein. Jetzt haben wir hier noch eine 1. Okay, aber wir haben eine Menge rote Würfel bekommen. Sind dann immer noch über 60 Leben. Weil ganz einfach so kurz vor Begleiterauswahl fange ich mir lieber den Schaden, als wenn ich da jetzt eine Hydra habe und keinen Begleiter mitnehmen kann. Das hier wäre halt, ne? Der Schreiber ist halt auch nur so ein bisschen Prellbock. Ich würde den mitnehmen. Wir haben einen blauen Würfel. Jetzt müssen wir halt noch die Chance dazu kriegen. Oh, hallo. Ja, ich nehme das mal mit. Okay. Das finde ich schon recht nett. Stimmgabeldolch ist halt auch super. Oder was heißt super? Ist brauchbar, aber wir haben jetzt 7 Gold. Ich würde eher hier nochmal noch eine Blume mitnehmen. Und dann belassen wir es erstmal dabei. So, das sieht doch okay aus. Jetzt ist halt die Frage... das ist so blöd. Jetzt habe ich hier einen gefallenen Zauberer. Ihr wollt mich doch... Moment, könnte ich denn? Ich könnte 1. Ich mache das jetzt einfach hier. Ich mache dich jetzt einfach... ist halt super blöd, dass ich jetzt hier die Roten dafür nehmen muss, aber... Wir machen das so. Haben wieder 12 und dann ganz ehrlich, haue ich jetzt die Seelen raus, weil ich gebe jetzt ungern das Gold umsonst aus. Du machst relativ viel Schaden. So, damit könnten wir uns heilen oder wir versuchen, dich direkt rauszunehmen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die bessere Option. Ja, den Zauberer müsste ich eigentlich zuerst rausnehmen. Aber jetzt ist das eigentlich nicht so das Problem gerade. Dann hebe ich mir die 6 vielleicht erstmal noch auf. Dann machen wir das halt so. Gut, dann heilen wir uns. Dann können wir das machen und das ist auch fast voll. So, die 6 nehmen wir auch mit. Dann haben wir das noch. Dann haben wir noch 2 Seelen. Darauf muss man auf jeden Fall achten. Wenn man den da hat und hat, spielt eine Klasse mit Seelen. Sonst könnte das halt auch ziemlich unangenehm werden. Chimäre muss natürlich wieder als erstes dran glauben. Und das machen wir auch. Dann haben wir hier dann noch eine 5. Die kommt erstmal da rein. Eine 6 brauchen wir nicht. Also ich könnte jetzt theoretisch schon wieder sagen, ich hebe mir die erst noch auf. Gut, wir kriegen zwar jetzt Schaden, aber wir kriegen auch Heilung. Und von denen hier, ich würde die jetzt auf jeden Fall auch erstmal rausnehmen. Zauberer bleibt halt wieder übrig, aber ich glaube, das ist trotzdem die beste Vorgehensweise. Die Hydra ist halt auch... hat noch eine Menge Leben. Wir heilen uns. Dann nehmen wir eine 2. Dann überlebst du halt noch eine Runde. So, dann haben wir eine 4. Ist okay, dann nehmen wir... wie machen wir das? Ich würde erstmal die blauen Würfel mitnehmen. So, dann können wir dir das geben. Dann würde ich halt die schon mal dafür wieder nehmen. Auch wenn wir eigentlich genug Gold haben, meine ich. Greifenklaue. Kann auch sehr nett sein. Phasenbeginn, Würfel. Ich sag ja immer, ne? Mehr Würfel, aber für einen Phasenbeginn. Gut, wir haben halt 15 Gold, aber ich würde dann eher neue Items ziehen. Blaue, rote und graue Würfel können austauschbar verwendet werden. Ich nehme die Klaue und dann gucken wir nochmal.
Das kann doch nicht so schwer sein. Der Hammer ist halt auch super. Das ist natürlich auch orangene Würfelchance verdoppeln. Das würde ich halt vielleicht sogar auch nehmen. Dann nehmen wir den Hammer und wir nehmen hier den Hut. Dann haben wir ganz gute Möglichkeiten, Schaden zu reduzieren. Also wir haben jetzt 83 Leben. Dann würde ich halt schon so weit gehen und sagen, also ich packe jetzt die Blauen dann doch hier bei der Hydra rein. Dann werde ich die nur mit der 6, glaube ich, heilen, wenn wir die nicht wirklich brauchen. Ja gut, dafür könnten wir die brauchen, aber das ist jetzt auch alles. Du bist sehr speziell, deinen Schaden werde ich erstmal reduzieren. Und die brauchen auch alle sehr viel, aber ich werde trotzdem erstmal die Hydra heilen. So, dann machen wir das so. Gut, dann haben wir auf jeden Fall, könnten wir, Moment, wir haben eine 4. Dann würde ich eine 4. Wobei, wir können dich halt rausnehmen. Dann haben wir da noch eine 4. Okay, dann kommt hier mal eine 1 rein. Dann würde ich, ja gut, dann heile ich halt den Hydra-Kopf. Weil wenn die Hydra Schaden bekommt, werden wir geheilt. Dann versuche ich halt das hier noch voll zu bekommen. Wir sind jetzt auf Stufe 23. Das heißt, das sieht eigentlich ganz okay aus. So, Wiederheilung. Die Frage ist halt, wir haben keine 3. Ganz ehrlich, dann nehme ich die 5 hier auch wieder für Heilung. Dann können wir dich schon rausnehmen. Dann packen wir hier die 2 rein. So, die 4 würde ich mir dann sogar mitnehmen. Dann können wir dich jetzt noch nicht ausschalten. Das könnte natürlich jetzt, das könnte ein Problem werden, wenn wir nicht relativ früh die richtigen Würfel bekommen. Gut, wir können aber auf jeden Fall da noch was reinpacken. Und ganz ehrlich, ich werde von dem Ghoul jetzt erstmal den Schaden reduzieren. Wir haben zumindest eine 3. Ja, das ist doch schon mal was. Keine 5. Wir haben sogar 2 Dreien. Mein Fehler. Jetzt haben wir sogar 3 Dreien und eine 5. Sogar 2 Fünfen. Dann passt das ja für alles hier. Und dann packe ich die 3 hier rein. Und dann sieht das vom Leben her doch ziemlich gut aus. Die 2 Einsen sind halt gerade ein bisschen blöd, aber es könnte schlimmer sein. So, eine 2, wobei wir haben da doppelt ungerade. Dann mache ich das lieber so, pack die 1 hier noch rein. Dann bist du nämlich schon mal raus. Dann können wir hier eine 3 reinpacken und das. Jo, damit bin ich doch schon mal sehr zufrieden. Also für die Hydra-Fähigkeit ist das halt ein bisschen schwierig. Feuerstein brauchen wir nicht. Das ist auch ein bisschen spät für solche Sachen. Phasenende irgendwas bekommen. Das ist halt auch wieder was für einen endlosen Modus eher. Noch vergrößern, ja. Ich sag mal, da kommt ja noch ein Shop. So, und jetzt haben wir wieder keine Motivation, den Hydra-Kopf auszutauschen. Okay, wir nehmen die 2. Die 2 brauchen wir für nichts. Wir brauchen da 3 Einsen. Wir haben auch keine 6. Du entfaltest dich als Feuerball. Das ist ein bisschen blöd. Ja, mit dem Engel ist das gerade leicht ein bisschen schwierig. Aber okay, das ist schon voll. Dann packen wir die 1. Ja, das ist jetzt schon unangenehm. Ich will jetzt auch nicht, dass die Hydra die ganze Zeit den Schaden kriegt. Das könnte echt ein bisschen viel werden. So, dann werden wir dich mal heilen. Die 3 können wir da reinpacken. Ich hätte auch die andere nehmen können, egal. So, 4 brauchen wir dafür. 2 brauchen wir nicht.
gibt jetzt auch ganz gut Heilung, wobei die eine 5 werde ich dafür nehmen. Jetzt haben wir so viele 2 und eine 6, aber ich hätte gern mal so ein paar Einsen. So, dann heilen wir dich, dann haben wir hier, können wir das auch wieder machen. Dann haben wir auch noch eine 2, dann können wir die 3 wieder mitnehmen. Und es gibt noch mal jede Menge Seelen und es ist keine 1 dabei. Okay, aber eine 6. Gut. Ah, Hydra-Kopf hat jetzt schon ein bisschen wenig Leben. Also ich würde auf jeden Fall, ganz ehrlich, dann reduzieren wir seinen Schaden jetzt in der Runde schon. Nach wie vor keine 1. Wow, eine 1. Ich bin ja hin und weg. Endlich. Gut, jetzt kriegen wir das Goldwürfelset leider nicht voll und das müssen wir jetzt auch noch machen. Aber wir, das ist jetzt nicht so schwierig. Das kriegen wir hin. Da haben wir zwar nicht mehr so viele Würfel dann. Nicht so viele Würfel ist gut. Ein noch, aber hey. Okay, das Subjekt ist halt auch wieder... Die Wespe ist mir erstmal egal. Du greifst den Helden an. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, soll mir jetzt erstmal nicht so sehr Sorgen machen. Also ich würde dich jetzt gerne erstmal direkt rausnehmen. Dann machen wir das so. Dann haben wir für dich hier schon eine 2. Und hier wieder Heilung. Okay, dann... Ich glaube, ich mache jetzt... Ja, wir machen das dann... So, dann werde ich dich heilen damit. Dann packen wir da schon was rein, damit das nicht überhand nimmt. Dann können wir dich auch relativ schnell jetzt rausnehmen. Also wenn die beide, wenn der Held und der Begleiter so über 60 Leben haben, dann bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Das ist ja auch super. Okay, wir schauen mal, dass wir dich... Ja, das passt jetzt alles nicht so richtig. Ich am cleversten ist es ja auch, die ganzen Dinger so ein bisschen zu verteilen und es dann möglichst passgenau zu machen. So, wenn ich die 3 jetzt da reinpacke, wir haben ja plus 2. Das ist jetzt alles... Das ist alles nicht so gut, aber hey. Ja, komm, wir schalten dich aus. So, jetzt haben wir nochmal einen Shop. Beide um 10 heilen wäre halt eine Option, ja, aber... Brauchen wir das, ist die Frage. Ich würde mal zu Nein tendieren. Lieber irgendwas Besseres. Also Stufenende ist ja jetzt nicht während... Was ist genau ein Stufen? Ich nehme das jetzt einfach mal mit, weil wir sind vom Endboss. Ich weiß nicht genau, was Stufenende heißt, aber hey. Der Umhang ist auch ganz cool. Das machen wir auf keinen Fall. Gut, ich könnte jetzt nochmal, aber da werden wir wahrscheinlich eh nichts kaufen können. Ja, gut, das war's dann. Wir kriegen ja durchaus farbige Würfel, da bin ich jetzt erstmal ganz zuversichtlich. Und wir haben auch noch einen Plus darauf. Und wir haben die Fähigkeit vom Hydra-Kopf und wir haben noch die Hydra mit der Fähigkeit. Also das sieht doch schon mal, das sieht doch ganz gut aus. Das war mal gar kein Problem. So, Problem wird es halt, wenn man wirklich... eher selten farbige Würfel bekommt. Bei dem Boss Miniaturplanet startet das Spiel mit 15 Seelen. Wäre vielleicht auch was für die Hydra und wir haben Illusionistin freigeschaltet und den Kriegsherr. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.